Da sind wir wieder und heute werden wir Rot besiegen und dazu hole ich mir erst einmal meinen Relax aus der Box und lege dafür Lugia ab. So, ich nehme Relaxo und lege Lugia ab, so ist gut. Ach ja, und was mich noch jemand gefragt hat ist, Moment. Ihr seht ja hier die Typen, Moment, hier die Typen, die Fotos von uns machen. So machen wir auch gleich noch ein Foto von uns. Und jemand hat mich gefragt, wo man denn die Fotos denn anfindet. Denn der Typ macht ja Fotos von uns und die können ja nicht einfach so verschwinden. Und das möchte ich euch jetzt auch zeigen. Und zwar findet ihr sie hier beim PC. Und zwar PC von Fokka. Und hier seht ihr unten dann Fotoalbum. Also Briefkasten, Ballkapseln und Fotoalbum. Das ist jetzt auf Chinesisch oder Japanisch. Und hier seht ihr ein schönes Album mit Fotos. Moment, das werde ich jetzt verschieben, damit ihr es seht. So, da seht ihr es. Und ja, hier sind halt die Fotos drin und bla bla bla. Könnt ihr sie anschauen. Dieses Foto anschauen. Jetzt natürlich auf dem oberen Bildschirm, also verschiebe ich es wieder. So. Und ja, hier könnt ihr sie anschauen. Hier waren wir, was weiß ich, bei der Drachenordenleiterin, hier irgendwo anders und hier wieder irgendwo anders. Ja, das war mal das Fotoalbum. Tut mir leid, dass das Bild etwas dümmer geworden ist, aber ja. So, jetzt hatten wir das auch geklärt, wo die Fotos sind. Es tut mir leid, dass das Bild nicht so schön geworden ist, da ich es mit der Hand verschieben musste, also den Emulator. Aber diente ja nur kurz zu Demonstrationszwecken. Und jetzt können wir uns nämlich gleich zu Rot begeben. Und zwar müssen wir hier Kraxel einsetzen. Und nach oben kraxeln. Hier haben wir einen Angriffsfluss. Das habe ich jetzt nicht gewusst, einfach mal geraten. Und ja, hier ist ein Fluchtseil, das weiß ich noch. Und was wollte ich noch sagen, und zwar werde ich jetzt nicht jedes einzelne Item holen und in jede einzelne Höhle gehen, denn manche Items sind einfach unnötig. Zum Beispiel diese Tarnsteine hole ich mir. Hier gehe ich nicht rein, da ist glaube ich nur eine Top-Genesung drin ist oder so, also nichts Wichtiges. Und dafür gehe ich einfach mal weiter und setze nochmal einen Superschutz ein. Vielleicht übersehe ich auch ein etwas wichtigeres Item, aber naja, Hauptsache wir können gegen Rot antreten. Jetzt müssen wir hier rauf, das dauert etwas länger. Dieses Item hole ich mir, obwohl es nur ein Top-Elixier ist. Und ja, wieder weiter rauf, weiter, der Schutz wirkt nicht mehr. Nehmen wir halt einen neuen Schutz, so ist gut. Moment, schauen wir, ist hier etwas? Nein, ist nichts. Dann, Moment, das Item holen wir uns auch unten. Ist ein Top-Beleber, das kann uns nützlich sein bei... Das kann uns nützlich sein? Das kann nützlich sein bei Rot. So, Moment. Nein, Zertrümmer habe ich... Oder habe ich doch Zertrümmer dabei? Nein, keiner Zertrümmer, also... Hole ich mir das andere Teil nicht. Und jetzt gehen wir hier raus. Laufen ein bisschen durch den Schnee. Hier ist nichts Wichtiges drin. Dafür müssen wir hier rein. Jetzt hier raus wieder. Jetzt nach unten. Hier könnten wir raufkraxeln, aber ist wirklich nichts Wichtiges oben. Also soweit ich weiß, vielleicht könnt ihr mich korrigieren, wenn ihr es besser wisst. Aber ich glaube, da ist nichts Wichtiges. So, der mittlere Weg führt zu Rot. Aber ich nehme jetzt extra den linken Weg, um zu schauen, was sonst noch hier ist. Was das für ein Item ist, ich weiß selber noch nicht. Hoffe ich, es ist ein gutes. Funkelstein, naja. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber... auch nicht unbedingt notwendig. So, ich habe noch genug Zeit, um mir die anderen Items anzuschauen. Also,
Tue ich das auch mal gleich. Okay, hier sieht es so also aus, als ob nichts ist, aber ich schaue mal trotzdem nach. Doch, ist ein Hypertrank. Wir brauchen keinen Hypertrank, denn wir haben genug Top-Genesung und Top-Trank und Blab und Blub und Bli. Genau. So, jetzt gehen wir den richtigen Weg, und zwar der Weg, der uns zu Rot führt. Nämlich den mittleren. So, hier in die Höhle rein. Links, 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 hier rauf. Jetzt wird es etwas ein längerer, kraxeler Weg. Seht, aber auch nicht zu lange. Schauen, ob hier etwas ist. Ja, hier ist ein Top-Beleber. Den können wir auch gebrauchen. Ich setze nochmal Superschutz ein, obwohl wir schon fast bei Rot sind. So, hier ist nichts Wichtiges. Und hier, ihr seht, es fällt Schnee. Und wir sehen Fußstapfen im Schnee. Und hier ist Rot. Seht ihr noch an. Ganz alleine, diese kleine Emo. In der nächsten Folge werden wir gegen Rot antreten. Aber ich möchte noch nicht in dieser Folge damit anfangen. Aber seht ihn euch an. Wer sieht cool aus? Ich oder er? Natürlich ich. Ja. Dieser Emo, was macht er hier? Wir von der Klippe springen, aber wir werden ihn daran hindern. Ab vorher speichere ich erst einmal ab. Und ich sage schon mal, schaut euch die nächste Folge an, denn da fängt der Kampf gegen Rot an. Also bis dann, Leute.